Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht. Getty Images. Serena hat sich da selbst in den Schuh geschossen. Serena Williams verursacht mit mehrfachen Ausrastern einen Eklat im Finale der US Open und verliert. Während der WTA-Chef seine Landsfrau unterstützt, findet Boris Becker, die 23-malige Grand-Slam-Siegerin sei zu Recht bestraft worden. Neben all seinen Titeln hat Boris Becker die Fans zuvorderst durch seine emotionale Art begeistert. Die Faust auf dem Tennisfeld ist zu seinem Markenzeichen geworden, auch 19 Jahre nach dem Karriereende bringt man den deutschen Heroen mit dieser Geste noch in Verbindung. Einer wie Becker hat deshalb viel Verständnis für Gefühlsausbrüche auf dem Platz. Das hat sich auch bei der aktuellen Spielergeneration nicht geändert. Im Frauenfinale der US Open indes wurde es auch dem Altmeister zu viel. Die unterlegene Serena Williams kritisierte der Eurosport-Experte in New York scharf. Ich bin immer auf der Seite des Spielers. In so einem nervenaufreibenden Spiel verliert man schon mal die Kontenance. Nur leider hat Serena dann zwei Regeln gebrochen. Du kannst den Schiedsrichter vor Millionen von Zuschauern nicht der Lüge bezichtigen, erklärte Becker nach dem Match, das Williams gegen die erst 20 Jahre alte Japanerin Naomi Osaka glatt in zwei Sätzen verloren hatte. Das ist ihre Bestrafung. Die US-Amerikanerin war dabei ausgerastet und mehrfach mit Schiedsrichter Carlos Ramos aneinander geraten. Der Portugiese verwarnte die 36-Jährige zunächst wegen angeblichen Coachings von der Tribüne. Schon danach verlangte Williams eine Entschuldigung, obwohl Fernsehbilder zeigten, wie ihr französischer Trainer Patrick Mouratoglou Handzeichen gab. Wir haben keine Signale, behauptete sie später. Nach ihrem Aufschlagverlust zum 3:2 im zweiten Satz zertrümmerte Williams ihren Schläger und wurde wegen der zweiten Verwarnung mit einem Punktabzug bestraft. Als sie sich beim nächsten Seitenwechsel immer noch nicht beruhigen konnte und Ramos letztendlich als Dieb titulierte, bestrafte dieser sie mit dem Spielabzug. Nach der Partie gab die langjährige Nummer 1 ihm nicht die Hand. Später warf sie Ramos vor, er hätte nie einen Mann mit einem Spielabzug bestraft und löste so eine Sexismusdebatte im Tennis aus. Man muss sich als Schiedsrichter immer in die Rolle des Spielers hineinversetzen. Man kann das nicht nach dem Regelbuch schwarz-weiß machen, gestand Becker zwar ein. Aber gerade beim Spielstand von 3:1 im zweiten Satz hätte Williams cool bleiben müssen und sich nicht auf eine Diskussion mit dem Unparteiischen einlassen dürfen. Mit dem Publikum im Rücken wäre es sehr schwer für Osaka gewesen, den dritten Satz zu gewinnen, meinte Becker. Sie hat sich da wirklich selbst in den Schuh geschossen, und das ist ihre Bestrafung. Sie hat eine Diskussion mit dem Schiedsrichter angefangen, die man als Spieler nie gewinnt. Das muss sie wissen. Sie hat emotional nicht mehr aufholen können. $17.000 Strafe. Williams wurde für ihre Ausfälle im Finale mit einer Geldbuße in Höhe von $17.000, 14.700 Euro, belegt, erhielt aber auch Unterstützung von prominenter Seite. WTA-Chef Steve Simon meinte, es dürfe bei der Toleranz gegenüber den Gefühlsausdrücken keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Tennisplatz geben. Das Frauenendspiel von New York habe die Frage aufgeworfen, ob es Unterschiede in den Standards der Durchführung von Frauen- und Männerpartien gebe. Die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen, kurz WTA, sei bereit, mit dem Sport zusammenzuarbeiten, damit alle Spieler gleich behandelt werden. Wir denken nicht, dass das letzte Nacht der Fall war, schrieb Simon in einer Erklärung. Mehr auf MSN Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website.